Ah, jetzt geht's wieder. Was denn? Tasteneingabe ist auf einmal nicht mehr erkannt, wenn du den Dreck spielst. Was ist denn mit dem? Kann ja nicht die Wand da drüben machen, jetzt muss ich die Wand da drüben machen, weil der dreckige Pizza. Nicht! Scheiß Deppensdrechsel, ah, jetzt macht er wieder die Wand neben mir, der Depp, statt dass er gleich dort die zwei dort gemacht hätte, dann hätte ich die zwei dort machen können und dann hat jeder seine Ruhe, aber nein, dann muss man dann extra Position wechseln wegen seinem Trottel. Jetzt muss man mal schauen, wie der spielt, wo er jetzt wieder seinen Cheater auftrat. Benno, wir haben ja übrigens den Cheater im Team, falls du noch nicht mitgekriegt hast, bevor ihn geht. One-Shot Taker, Hurensohn! Sind zwei dort bei der Treppe. Muss da aufpassen, der hat eine Goldwaffe. Hey, da liegt der Leich! Hey, das gibt's ja nicht! Der ist gedownt, kills den. Wo ist der? Der Blitz am Ping, der ist gedownt, der liegt verwundet am Boden am Ping. Kills den, der greift weg schnell. Jetzt greift er weg. Oder aus rechts von dir! Sauber, gut, da ist nur einer, da ist nur einer, pass auf! Da ist einer! Direkt, der kommt jetzt, Maverick pusht. Er aimt zur Tierbindung, jetzt aimt auf den anderen. Ulla! Er hat einen Kill. Er geht, er aimt auf die wieder. Da ist er! Nice! Da wird er nachgeladen, ob ich seine Waffen gesehen, das war jetzt mein. Safe und schön am Boden wieder schießen. Schön T-Bank wieder, das ja. Gehört dazu. Ich habe den Auftrag auch fertig. Jetzt muss ich noch die Gijin spielen. Die Gijin. Gijin. Ich nehme den Naruk. Ich habe einen Doc genommen, aber der ist durch. Na, übertrieben. Aber schau verdächtig, da jetzt hat er schon ein wenig nachlassen wieder. Und das Gegnerteam, ja. Das Gegnerteam, das ist auch seltsam. Da hat er jeder 0 Kills außer einer. Ja, das kann aber random sein. Beim Chiki, das ist halt verdächtig, weil er halt schau. Ein Kreisliger. Ja. Ein Kreisliger. Der BioGV-Gut wäre da. Der BioGV-Gut bei dir drin, Benno. Das ganze Wichsmaterial. Lol. Wo sind sie draußen? Alter, was haben die? Ja, One-Shot macht er mich! Nochmal, Alter, fast hin! Ja, Instant Headshot, die kann nicht einmal reagieren. Die haben aber mit so einem Fallen schon getroffen.
da vorne irgendwo hat irgendwas explodiert oder was tut das? Okay, das war. Moment. Ah, da einer droht beim Haupteingang. Also bei diesem, wo der Mr. Chicky hier zielt, da hat Drohnen gefahren. Das ist. Ja, der ist da. Der ist da. Der Fetcher, der. Ja, also nein, der ist da hin. Aber da der ist da draußen. Wo dem Van da draußen, wo ja. Der Bäckerei, der Van draußen. Hat er markiert. Oder einer hat noch markiert. Genau da, wo du schaust, hier an das Fahrzeug, da kommt einer. Jetzt geht eine Drohne ein. Da ist die Drohne, ist links. Wie war's denn das? Ich bin nicht einmal markiert gewesen, ich hab das. Weil da die Drohne am Boden war, links vorm Eingang. Was? Hab ich da nicht gesehen. Jetzt fahr ich wieder mit der Drohne. Der spielt auch nicht ernsthaft mit der schlechten Schraubflinte. Der Mr. Boost, der spielt ja richtig scheiße. Schaut er den an? Lol. Oh. Mit der Schraubflinte, da wird er jetzt nicht verreißen, weil wenn jetzt der weiter weg steht. Ja, das sieht man schon. Kann man einen Hackwaffen da spielen. Da hätte, wenn jetzt der andere hinten war, guten treffen müssen, weil er hin will. Ja. Aber wie viel Schuss er jetzt dem, für den braucht hat, das ist so eine Herzwaffen. Ja. Da hat er sogar nachladen müssen, Alter. Ja. Sogar nachladen müssen, Alter, dafür. Da kann man so eine Schrottwaffen spielen. Ich frag nicht, ich weiß ja auch nicht. In dem Fall hat er halt jetzt Glück gehabt, dass er nicht gekillt worden ist. Aber der andere hätte noch einmal bremsen müssen aus der Hüfte, eine Kugel, weil der hat nur noch 5 HP gehabt, war der hingewinnen. Mhm. Jetzt steht es 2-0, da wisst ihr, was das heißt. Und gerade jetzt wieder einer auf. Der Bio-GV-Gutbehälter. Das sind 30 Kilo. Therma. Im flüssigen Zustand. Nicht den gasförmigen. Nein. Da müssen sie eine spezielle Temperatur und Gegebenheiten schaffen in den Container. Das sind immer die super Gesprächsthemen. Das Sperma, das trocknet sonst ein und da, der Container, der hat da so eine spezielle Temperatur. Nein, Temperatur. Nein. Und da wird das im perfekt flüssigen Zustand gehalten, das Sperma. Weißt du, wie wenn es frisch vom Schwanz rauskommt. Genau in dem Zustand. Was ist denn das? Wo war der? Oben oder wo? Ja, die sind so hobbylos, die Dreckskinder mit dem Spawn-Picken, die Führer missgibt und dem Öl zuerst einmal. Der ist oben links gewesen jetzt. Ich weiß halt immer noch nicht, wo der ist. Wer denn? Wo denn? Der Jäger wieder. Alter. So was hasse ich. Ich hasse das so sehr, die Spawn-Picker, Alter. Die unten geht und 2 Sekunden bist du schon hier. Weil der deppert aus sie picken. Also, das ja. Darf normal gar nicht gehen. Soll jetzt einen Spawn-Schutz dazu geben? Uns gegen 4. Ja. Das reißt so easy.
einfach leicht. Vor allem gegen sicher Pika, gell? Da ist ja das ganz einfach. Ja, für den Benno schon, weil das ist ein Champion-Spieler. Der spielt ja sogar in die öffentlichen EA Sports mit. Ja. Wenn die Team hast, dann schon. Das ist ein E-Sports Champion-Spieler. Ja. Der tut sonst nichts den ganzen Tag. Ein E-Sport. Der elektronische Sport ist zwar eine fette Drecksau, dass der Sessel fast durchbricht und eigentlich die ganze Wohnung beinahe zusammenbricht. Alter, schau dir das an, Alter, schau dir das an! Da ist überhaupt nichts da, Kind. Das ist eine reine Abfarmerei. Der wollte da bestimmt noch teabaggen wie so ein Hund. Ja. Aber das haben wir nicht mehr gesehen. Gott sei Dank. Jetzt bohne ich einmal auf der Seite, weil sonst dann wieder pieken da am Fenster. Ja, los pieken. Wenn du es weißt, dass pieken, dann ist eh gut, weil dann piekst du es einfach selber. Dann gibst du so einen saftigen Saft da. Der Saft uns dann auch. Ja. Da wird einer dann ein Bio-Gefahr. Gut, Behälter über den Kopf drüber geleert. Ja, mit dem frischen Sperma im Original. Porsche, 10 Liter Damm wird da aufgefüllt da mit dem Bio-GV-Gut. Aber stell dir mal vor, das ist wirklich so ein quaderförmiger Behälter, der ist wirklich bis umhin mit dem weißen Sperma gefällt, so im wirklich frischen Zustand. Na. Der hätte so eine gewaltige. Also eine gewaltige Befruchtung, da muss eine Frau nur 5 Meter in der Nähe stehen vor dem Behälter, wird schon schwanger. Alter. Da springen die Spermien schon durch die Luft durch, so eine hohe Konzentration ist das. Okay, du Bastard, Scheißhund, hab ich was erzählst du? Ja, wo den Jäger spielt, das ist ein wirklich ein Hund, gut, dass ich den Report habe. Bestimmt eh so ein drecks Russenkind wieder. Na, das hat er in diesem einen Vorraum da. Da ist einer drin. Mhm. Den kannst du nicht einmal hinten, was sind das für einer? Ist ein Cheater, Reporter auch gleich. Wo ist der hingegangen? Ja, Treppen auf, so melden, schieben, melden. Ich oder auch wieder weg. Also, das ist der letzte Umgang, weil er da spielt, mit so einem Abschaum da. Das tue ich mir nicht. Vor allem die anderen Runden davor waren wieder schön, aber jetzt sind die Cheater wieder drin im Matchmaking, jetzt macht es keinen Spaß mehr. Nur noch holen sie eine Schitter und drei haben. Ja, schau das an! Schau dir das an! Ja, aber auf Tepp und dann. Ja. Du weißt das genau, wo ich bin! Ich hab das genau gewusst! Nur eine Runde, bitte! Bei dem Spiel ist es wirklich so, da kannst du am Anfang ein paar Runden spielen, wie jetzt vorhin, die haben wieder Spaß gemacht, war ganz nett. Aber wenn du da länger spielst, dann Ding, wie es da bei dem Matchmaking jetzt wieder ist und ein Cheater drin. Da macht es keinen Spaß. Muss man aufhören wieder. Also wenn man Rennbau ein wenig aktiv spielen mag, dann muss man täglich so 2-3-4 Runden spielen maximal. PvP mehr kannst du nicht da. Weil spätestens nach der 5. Runde kommen Cheater. Na. Die wissen immer ganz genau, wo du bist. Ja. Ja, sie wissen es nicht genau, wo du bist, aber der Wollheck weiß. Warum kriegen die immer die krassen Positionen? Das verstehe ich auch nicht. Und wird der auch spannend? Wie wenn sie im Ring warten, wie wenn sie im Ding, im Turnier warten.
Da kannst du nicht einmal eine normale Casual-Runde spielen in dem Spiel. Weil du nur sicher Wichser immer drin hast. Geht's schon wieder gut an. So wie in den Hurensohn. Alter, du bist wieder verarscht, du liegst unten auf der Treppe. Du bist wieder abeigen, du wieder. Verficktes Dreckspiel. Dann kannst du nicht hinten, schau dir den Weg an. Jetzt fällt es den Hurensohn, den Dreckinger. Das glaube ich dir nicht, Alter. Melden. Der andere, der hat 1000% der Zyklo F. Das ist ein Drecks-Shitter-Hurensohn-Dreckskind.